Moin Moin, Servus Christian und hallo und willkommen zu diesem neuen One App a Day über das Gerät Video. Dieses Gerät, was ihr hier vor euch seht, ist das Nokia 9 PureView und das wird von mir aufgenommen, gefilmt mit dem Honor 20. Mal gucken, wie diese Aufnahme wird. Die nächsten Aufnahmen, sollte ich mal wieder Testgeräte hier bei mir liegen haben, sind dann wieder mit meinem Xiaomi oder mit meinem Honor 9, je nachdem. Gehen wir mal um das Gerät rum. Hier vorne habt ihr das Display. Ihr seht schon, es hat keine Notch. Es hat oben und unten einen und oben und unten natürlich einen relativ breiten Rahmen dazu, aber später mehr. Auf der linken Seite. Haben wir überhaupt was auf der linken Seite? Ich kann es aber gar nicht so gut sehen, sorry. Wie gesagt, kurz nach dem Umzug alles sehr improvisiert momentan noch. Hier ist nix. Auf der rechten Seite Lautstärke, Wippe und Power-Button. Auf der Oberseite habt ihr zweites Mikrofon und SIM-Schlitten. Auf der Unterseite habt ihr Mikrofon, USB-C-Anschluss und Lautsprecher, der überhaupt nicht so sonderlich scharf gestellt wird. Jetzt aber. Und auf der Rückseite Android One. Genau, es ist ja ein Android One-Gerät. Nokia habt ihr diese erstaunliche Kamerakonstruktion. Laser-Autofokus müsste das sein. Das ist die LED und das sind die 1, 2, 3, 4, 5 Kameras. 5 Kameras und trotzdem muss ich sagen, die Bilder, naja. Ihr werdet es sehen im vollständigen Test, der wie immer kurz nach der Veröffentlichung dieses Videos auf oaad.de erfolgt. Dort einfach in die Rubrik OMT und Blog klicken. OMT steht, weil mich das mal jemand fragt, für One More Thing, weil eigentlich ist es ja ein Podcast und One More Thing ist halt der Blog und die Tests. Da einfach raufklicken und dann seht ihr den Test. Was ich gelesen habe, was immer sehr positiv hervorgehoben wird bei diesem Handy, ist, dass die Kameras nicht rausstehen. Das sieht man aber gar nicht so, aber es ist auch sehr gewölbt an der Rückseite. Das liegt dadurch geil in der Hand, das muss ich schon sagen. Obwohl mir die Kanten des Rahmens ein bisschen scharfkantig sind teilweise. Aber es ist deswegen dicker in der Mitte. Kein Wunder, dass die Kameras nicht hervorstehen. Schalten wir es an. Ich glaube, Double Tap? Doch, hat es auch. Und das sieht mit schon, das hat Gesichtsentsperrung. Diese halt nicht so sichere Gesichtsentsperrung. Aber das, ja, ist halt so. Diese Android-eigene und einen In-Display-Fingerabdruckscanner, der scheiße funktioniert, ganz ehrlich. Der funktioniert richtig schlecht, meiner Meinung nach. Da steht dann immer, bitte etwas stärker drücken. Stärker drücken nützt dann häufig nichts. Jetzt geht er mal. Manchmal geht er sehr gut. Aber man muss richtig stark drücken. Nee, ist nicht so meins. Ich weiß nicht, ob das irgendwie halt eine der ersten Generationen dieses In-Display-Fingerabdruckscanners war oder nicht. Oder, ach, keine Ahnung. Aber, ja, mir gefällt das Teil nicht. Egal. Gehen wir einmal in die Einstellungen. Stock Android, Android One halt. Über das Telefon, da haben wir dann Dual-SIM, ist es natürlich. Wir haben Android 9. Es kam ein Update, kam bei dem anderen Update, steht immer, warte auf WLAN. Keine Ahnung warum. Und der aktuelle Sicherheitsupdate stand des 1. August. Da allerdings das eine Update nicht installiert werden kann, gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich der September-Sicherheitspatch war. 128 GB verwendet. Insgesamt 21,09 GB habe ich verwendet, davon irgendwie 3,2 GB Fotos schon und so weiter und so fort. Ich habe diese ansatzweise Gestensteuerung halt von Android aktiviert, weil ich Tasten nicht mehr mag. Ja, gehen wir in Android-Info rein, wie wir das immer jetzt machen. Jetzt wackelt die Kamera, sorry. 60 Hertz Display, 560 dpi.
2880 mal 1440 Pixel Auflösung. Nicht schlecht. Braucht man das? Weiß ich nicht. Ich bin mit Full HD Plus auch ganz zufrieden. Snapdragon 845 ist da drin. 6 GB RAM, USB-OTG wird selbstverständlich unterstützt. Kameras, wie gesagt, Features, NFC, alles da. Gehen wir in die Sensoren und da sieht man natürlich genauso, wie man das von dem Snapdragon 845 und allen anderen Snapdragons erwartet. Alle Sensoren, die man so braucht, Gyroskop, Pedometer und so weiter und so fort. Alles drin, alles läuft. Genau. Ich habe die Google Kamera, das ist der Google Kamera Port, den habe ich nachinstalliert. Der funktioniert so lala. Da mal einen zu finden, der wirklich funktioniert, ist schwer. Deswegen eigentlich habe ich die Nokia eigene Kamera-App verwendet. Und die ist. Naja. Also sie ist gar nicht schlecht aufgebaut, meiner Meinung nach. Ihr habt hier zweifach Zoom, fünffach Zoom. Ich glaube, der ist dann interpoliert. Beziehungsweise, nee, eigentlich alle, weil das sind, glaube ich, alles dieselben Brennweiten hinten. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall werden die Bilder irgendwie zusammengerechnet. Bis zweifach ist noch okay. Fünffach würde ich sein lassen. Hier habt ihr dann verschiedene Einstellungen. RAW könnt ihr aufnehmen. Es sieht alles trotzdem, obwohl es die Nokia-eigene ist, sehr stock aus. Ihr habt dann so Möglichkeiten, noch hier bewegte Bilder aufzunehmen oder Tiefenebene einzufügen. Dann könnt ihr da irgendwie auch noch mit Colourpop arbeiten bei Google Fotos und so weiter und so fort. Ihr habt hier Verschönerungsmodus, ihr könnt Dual- oder Picture-in-Picture-Bilder aufnehmen. Das ist alles ganz witzig. Hier unten habt ihr die Modi und jetzt sieht man das erste Problem. Ich wische da durch und es dauert. Ich wische da durch und es dauert, bis der neue Modus eingestellt wird. Es dauert. Monochrombilder sehen übrigens sehr, sehr nett aus, weil ich glaube, es sind hinten 3 RGB-Sensoren und 2 Monochrom oder andersrum. Na, irgendwie so auf jeden Fall. Und es dauert, bis der neue Modus eingeschaltet ist. Das macht keinen Spaß. Ganz ehrlich. Es macht mir persönlich keinen Spaß. Ansonsten das Durchwischen, super. Das Handling-Gefühl, super. Das Display, wie es reagiert und wie man wischen kann. Alles super, alles ganz angenehm und schön und toll und keine Ahnung, gibt es nichts zu meckern. Aber ansonsten, dieses Handy, muss ich sagen, also ich hatte ja, bevor ich dieses Nokia getestet habe, hatte ich ja das Nokia 7 Plus im Test vor einiger Zeit, vom Jahr. Ich weiß es gar nicht, wann das rauskam. Das hat mich ja so überzeugt, dass ich mir tatsächlich überlegt hatte, das zu kaufen, war ja auch ein Android One-Gerät. Dieses Nokia 9, so leid es mir tut. Also alleine diese Wartezeiten zwischen den Modi der Kameras und die Bilder, die nicht so gut sind, werdet ihr dann, wie gesagt, im vollständigen Test sehen. Da verlinke ich dann die Testbilder. Das macht alles keinen Spaß. Das macht nicht so wirklich Spaß. Und Android One ist halt geil wegen Updates, aber auch da irgendwie so ein Einhandmodus ist halt nicht dabei und so. Das kann man natürlich nicht Nokia ankreiden, wie gesagt, das ist Vanilla Android. Aber es ist kein Gerät, was einem wirklich Spaß macht. Habe ich jetzt häufig gesagt, würde ich auch nochmal sagen, wenn ich diesen Test jetzt nicht einfach beenden würde. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und wie gesagt, der vollständige Test dann auf oaad.de. Vielen Dank fürs Zusehen, ciao.